Und da sind wir wieder. Auf Maggie suchen. Wir retten dich. Naja, ich zumindest. Was Brink macht. Lassen wir mal noch dahingestellt. So. Wo waren jetzt der scheiß Kartenraum? Komm mal her. Kartenbahn. Ja, halt. Rein da. Och, Brink. Wir haben dich auch lebendig gemacht. Hätten wir lieber sein lassen. Oh Mann. Vorsprung. Da. Das war die Grube. Ja, schau mal, Brink, was man da alles sehen kann, wenn man hier rumläuft. So, da sind wir weitergegangen. Jetzt gehen wir mal dahin. Ich check es nicht. Verdammt. Und der Guide ist auch keine große Hilfe. Also, was haben wir hier stehen? Über die Lichtbrücken geht es zur Museumshöhle. Das Spinnennest liegt vom U-Bahn-Eingang aus gesehen gegenüber zum Kartenraum. U-Bahn-Eingang aus gesehen gegenüber zum Kartenraum. Hä? Ich check überhaupt nichts. Bescheuerter kann man es nur auch nicht beschreiben. Also nochmal, Museumsinsel. Dann muss ich mal kurz Pause machen, das ist mir hier irgendwie unschlüssig. Bin gleich wieder da. Okay. Also ungenauer als in dem Guide, den ich jetzt gerade hatte, kann man es eigentlich nicht mehr schreiben. Deshalb müssen wir da jetzt nochmal hier rüber gehen. Wir wollen zur Karteninsel. So. Okay. Kartenraum. Da waren wir zwar jetzt schon mal, aber... Was soll's? Also, immer nach links. Sagt es. Immer nach links. Jetzt hier irgendwas vergessen? Nö. Hier ist nichts. Okay, in die Kammer. Nee. Nee, das ist ganz normal der Weg, wo wir auch so herkommen. Obwohl, halt, Moment. Geh nochmal zurück. Brink! Nein, nicht Brink. Schon in Ordnung. Genau. Geh nochmal gerade da rein, bitte. Geh mal dahin. Aha. Das
sind wir elegant dran vorbeigerannt. Da, hier, Nest. Maggie, sind Sie das? Geht es Ihnen gut? Wie kann es ihr gut gehen? Sie ist in dem Netz gefangen. Da haben wir ein Getüter aus Maggie. Das ist Monster. Okay, zur Sicherheit speichern wir jetzt einmal. Man weiß ja nie. Brink. Monster. Wenn wir nicht so enden wollen wie Maggie, sollten wir dieses Ding irgendwie aus dem Weg räumen. Der offensichtliche Plan ist, dass einer von uns Maggie befreit, während der andere das Tier hier ablenkt. Vielleicht können Sie wirklich besser denken, Brink. Wollen Sie befreien oder ablenken? Ich bin die Ablenkung. Komm her, du eitergepanzerter, schleimgesichtiger, exkrethirniger, beinbepelzter Entführer, hochintelligenter und doch wohlgestalter Erdenfrau. das ist ja groß. Lo, Sie Idiot! Warum stehen Sie da untätig herum? Ich versuche zu verstehen, was Sie gerade gesagt haben. Bewegen Sie Ihren verdammten Hintern, Sie Schwachkopf! Boston, wo gehen Sie hin? Ich bin hier. Verlassen Sie mich nicht. Ja, ich komme wieder. So, da ist die Quelle. So, was soll man machen? Mittlerweile bin ich bereit, alles auszuprobieren. Perfekt. Gut, wieder runter. Wo sind Sie gewesen? Das Monster hat mich gefangen. Boston, wo sind Sie gewesen? Ich habe etwas Wasser vom Wasserfall umgeleitet. Ich dachte, vielleicht fließt etwas hier hinein und spült das Monster weg. Stattdessen hat sich das Monster Brink geschnappt und ich hänge hier unten immer noch fest. Da unten bei Maggie ist ein Gitter. Wenn Sie das Monster dahin locken können und Maggie das Gitter öffnet, dann wird das Monster vom Wasser wie von einem Feuerlöscher getroffen. Das ist wirklich Ihr Plan? Haben Sie einen besseren? Maggie, können Sie das Gitter abziehen? Hat irgendjemand schon mal darüber nachgedacht, dass ich auch noch hier bin, wenn das Wasser wie aus einem Feuerlöscher herausgeschossen kommt? Das ist ein gutes Argument, Maggie. Halten Sie sich fest. Wie soll ich mich festhalten, wenn ich ein Gitter öffne? Dafür bekommen Sie schließlich eine Menge Kohle. Dann tun Sie es. Tun Sie es einfach. Es ist ja sowieso nur mein Leben. Das war's dran. Go, Brink. Komm schon, du übergewichtiges Skelett. Du kokonfressender, hummergesichtiger, höhlenkriechender, über Menschen herfallender Schließmuskel. Der war wild. Jetzt, Maggie. Jetzt, Maggie. Yippie-juhu. Maggie, Sie haben es geschafft. Wie sieht meine Frisur aus? Sie machen sich Sorgen um Ihre... Das war ein Scherz, Boston. So einer, wie ihn starke, männliche Helden machen, wenn sie gerade knapp dem Tode entkommen sind. Maggie ist in Sicherheit.
Ich habe unsere Abmachung eingehalten. Also geben Sie mir meine Kristalle und lassen Sie mich zurück an die Arbeit. Brink, es wird Zeit, dass wir gemeinsam daran arbeiten, dass... Ich sagte, geben Sie sie her. Boah. Maggie, kommen Sie nur einen Schritt näher und Sie werden sich wieder in das Netz von diesem Hummer zurückwünschen. Er ist völlig durchgedreht. Jupp. Was jetzt? Ich habe das Gefühl, die Geister wollen, dass wir ihnen helfen. Als wären sie irgendwo gefangen und bräuchten Hilfe. Wie gefangen? Also, die Konsolen in der Bibliothek haben angedeutet, dass sie diese Welt irgendwie verlassen haben. Was, wenn sie zurückkommen wollen, aber es nicht können? Ich weiß nicht. Wie sollten wir ihnen helfen? Vorausgesetzt, sie wollen es. Und würden uns nicht fressen, wenn sie zurückkommen. Keine Ahnung. Ich interpretiere nur.